Was geht ab, alle liebe Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Friends, ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Wir hören uns nämlich was an von Chris CR7Z. Ich glaube, Chris wird da ausgesprochen. Ich bin mir Real Talk nicht sicher, weil ich glaube, das könnte mit das Erste sein, was ich von ihm höre. Ich bin mir recht sicher, er hat mit Savage einen Song zusammen. Den habe ich aber, glaube ich, nicht gehört. Ich weiß nicht viel über den Dude. Er ist, glaube ich, bei keinem Major gesigned. Ihr seht, ich glaube nur sehr viel. Ich weiß sehr wenig heute. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Königsdisziplin heißt das Song, den er jetzt mit Kolle hat, direkt. Mit Freshmaker, sehr korrekter Dude. DJ Eule, gar nicht zu sagen, aber Freshmaker, ein sehr, sehr korrekter Dude. Ich bin einfach gespannt, Mann. Ich habe keine Stimme im Kopf. Ich habe nichts im Kopf zu ihm. Musiktechnisch, deswegen glaube ich nicht, dass wir uns davon schon mal irgendwas angehört haben. Wenn doch, ist das echt lange her, aber auch nicht mehr präsent in meinem Kopf. Ich freue mich drauf, weil er ist vergleichsweise ein recht kleiner Artist, 52.000 Abonnenten und wie gesagt, ich glaube bei keinem Major gesigned. Und hat jetzt mit Kolle was zusammen. Die Connection kam wahrscheinlich durch Freshmaker, weil der für Kolle auch schon das eine oder andere gemacht hat und auch auf dem Album von Freshmaker war Kolle, ich glaube sogar mehrfach vertreten. Deswegen, ey, ich gehe ganz unvoreingenommen rein. Ich habe keine Ahnung, was ich erwarten soll. Ich freue mich aber sehr drauf. Königsdisziplin klingt direkt wie Kaiseraura, Königsaura von Kolle. Ja, Mann, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ungewöhnliche, was heißt ungewöhnliche Kombination, aber unerwartete Kombination. Wir gehen rein, Freunde. Ganz wichtig hier, links im Original in der Beschreibung, geht rauf und macht nochmal ein bisschen Welle. Mit Musikvideo mit Kolle sogar. Also ich habe jetzt am Anfang gedacht, dass wir vielleicht hier so einen Visualizer kriegen oder irgendwas. Aber tatsächlich ist Kolle mit am Start im Video. Nice, Mann, freut mich. Ach, hat er vielleicht, hat er die Vorband vielleicht gespielt mal bei Kolle? Klärt mich gerne auf. Sieht ein bisschen danach aus gerade. Weil das so Konzertaufnahmen sind auf jeden Fall. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich mutiere. Ja, sieht so aus. Jetzt zum Killer MC gegen meine Art Virus am Mikro findet ihr nie im Strategie. Ihr seid zu weird für meine Synästhesie wie ein verstimmtes Klavier oder eine Violistin, die ihr Stück nicht richtig spielt. Geil, Mann. Geil, Mann. Geil, Mann. Erinnert mich von der Aussprache ein bisschen an Lars Unlimited. Von der Aussprache her. Verstimmtes Klavier oder. Hört es raus? Eine Violistin, die ihr Stück nicht richtig spielt. Okay, die Musik ist nichts gegen Vinny und Rizza LPs oder die 400 Tracks meiner Diskografie. Ihr wisst. Oha, oh mein Gott, okay. Noch nie, glaube ich, also zumindest bewusst nichts von ihm gehört bis jetzt. Doch sie sagen, Kollege ist ein Genie. Dasselbe gilt für mich, jetzt bringe ich frischen Wind in die verfickte Industrie. Weil nicht interessiert. Ey, geil, Mann. Bis jetzt geiler Vibe. Dirten wird Wissbegierde geweckt, mein nicht messbares Level ist Lichtjahre distanziert von dem Rest. Oh, ich krieg Universal-Genie-Vibes irgendwie bei diesen ganzen Fremdwörtern und bei diesen langen Nomenreimen hier. Bei nicht interessierten wird Wissbegierde geweckt, mein nicht messbares Level ist Lichtjahre distanziert von dem Rest. Ich spit wie ein Infanteriegefecht. Die kriegt eine Stimme, Beat und Sample, die dicken nicht tief, deshalb kennen sie mich nicht. Gib dir diese Disziplin beim Rappen, von mir gibt so viel Facetten, dass Bitches denken, dass ich den Text hier nicht geschrieben hätte. Ey, das ist so ein geiler Flow. Ich hab diesen Stil noch nie so intensiv verwendet. Das Feature ist Gold, Instant Classic wie eine Killer Beast Kassette. Bin ich viel beschäftigt, bleib ich meistens clean wie Spiegelflächen. Zieht ihr Koks und trinkt das Bier im Münchner Wiesenfest. Deutscher Hardcore ist für mich. Ich mag seine Stimmlage auch sehr gerne. Das ist außergewöhnlich. Sie ist so sehr gedrückt, aber das mag ich. Weich wie ein Winterstiefel, Fellring fällt zusammen wie ein instabiler Esstisch um den Kinderspiel beim Camping. Bis die eine Line checken, rechnen sie 5x64, 7Z ist für das Game. Um den Kinderspiel beim Camping. Bis die eine Line checken, rechnen sie 5x64, 7Z. Rechnen sie 5x64. Hättest für das Game zu inbound, flippt es mit deinem. Ich glaube, ich check die Line nicht. Bis die eine Line checken, rechnen sie 5x64, 7Z. Ist für das Game zu inbound, flippt es mit deinem. Aber er hat sogar gesagt. Bis die eine Line checken, rechnen sie 5x64, 7Z. Ist für. Okay, 7Z nennt er sich quasi einfach. Einfach 7Z. Erinnert mich an 4 gegen Z damals. Serie bei ZDF oder Kika oder so. 4 gegen Z. Oder so. Nee, nicht Super RTL. Ich glaube ZDF oder so. Oder das erste lief das. Gerne geguckt. Das Game zu inbound, flippt es mit deiner RPG. Damit meine ich keine Fantasie. Es gäbe von mir keine Platin-Chain für Sänger, sondern eine Plastikmiss, weil sie Plakette wollen. Meine ich keine Fantasie. Es gäbe von mir keine Platin-Chain für Sänger, sondern eine Plastikmiss, weil sie Plakette wollen. Eine Plastik-Misswahl-Sieg-Plakette. Holy shit.
weiß. Ich finde es cool, wie Kolle jetzt hier reinkommt mit den Scratches und so im Background. Stabiler Part, also das ist ganz klar die Kategorie, entweder du pausierst nach jeder einzelnen Zeile und denkst drüber nach, oder du musst es wirklich mehrfach hören, um alles zu checken, alles zu verstehen, alle Anspielungen, was natürlich für ihn textlich spricht. Deswegen habe ich jetzt obviously nicht ansatzweise alles hier gecheckt, aber ich fand es vom Flow her, von der Stimmlage her, sehr, sehr angenehm. Kolle in Deus Maximus, ich weiß gar nicht, ob es diese Marke noch gibt. Habe ich so lange nichts mehr von gesehen oder gehört. Diese Rapper mit den Phrasendrescher-Strophen haben keinerlei Substanz. Dafür Schlagersänger, Potenzial von A bis Z von Modemarken. Rappen parallel steigt durch den Plastikrap proportional die Paracetamol nach Frage. Oh mein Gott, ich habe lange, glaube ich, Kolle nicht mehr so flown gehört. Also in diesem Tempo. Diese Rapper mit den Phrasendrescher-Strophen haben keinerlei Substanz. Dafür geil. Schlagersänger, Potenzial von A bis Z von Modemarken. Rappen parallel steigt durch den Plastikrap proportional die Paracetamol nach Frage. Durch den Plastikrap proportional die Paracetamol-Rezeptanfrage. Geil, Mann, holy shit. Bis Z von Modemarken rappen parallel steigt durch den Plastikrap proportional die Paracetamol-Nachfrage. Der Boss ist back im Game und Rapper stehen ab jetzt so wie im Staatsgefängnis. Todeskandidaten unter Strom voll Panik, manisch depressionsgeplagt wie ein Junkie. Oh mein Gott, das hört er gar nicht mehr auf. Stehen ab jetzt so wie im Staatsgefängnis. Todeskandidaten unter Strom voll Panik, manisch depressionsgeplagt wie ein Junkie. Methadon-Programm, ich verpasse den Bahnhofspendern Bodychecks wie Tomografen. Ey, der Boss er will. Bodychecks wie Tomografen. Die Tomografen, sind das nicht diese Sachen, die deinen Körperherzschlag checken oder so? Tomograph? Ein Tomograph? Tomografie? Röntgen, ja, die checken dein Body. Ein Bodycheck wie Tomografen. Geil, Mann. Die Checks wie Tomografen. Ey, der Boss, der wird die allerbesten Flow-Passagen und egal ob Benz oder Panamera Porsche fahren, ich werd. Ey, es ist so cool, ihn so Flow zu hören. Irgendwie ungewohnt, aber es passt so gut. Ey, der Boss, der wird die allerbesten Flow-Passagen und egal ob Benz oder Panamera Porsche fahren, ich werd echauffiert. Wie paar Ökos bei nicht artgerechter Zootierhaltung oder Abfällen des Ozeanes. So. Diese Hippies halten wieder mal Demonstrationen. Da werde ich auch, darüber muss ich mich auch echauffieren. Zootierhaltung oder Abfällen des Ozeanes. Haltung oder Abfällen des Ozeanes. So. Diese Hippies halten wieder mal Demonstrationsplakate angestrengt nach oben vor den Straßen meines Wohnapartments. Schadenspräventionsmaßnahmen. Holy shit, es ist dieser anders geile Flow. Dieser anders geile Flow. Den Straßen meines. Erinnert mich slightly gerade an Feuerwerk von Kolle. Glaube ich, ein Track, den viele gar nicht so sehr drauf haben. Der war bei der Imperator EP. Nee, der sollte, gar nicht, der ist da gar nicht drauf. Der sollte, glaube ich, auf die Imperator-Bonus-EP, hat es nicht raufgeschafft und wurde irgendwann nur auf Facebook gepostet von Kolle. Gibt's mittlerweile auf YouTube als Reupload, aber den gibt's nirgends offiziell, soweit ich weiß. Also halt außer auf Facebook, als der gepostet wurde von Kolle, so von wegen, hey, hier nochmal ein extra Ding, hat's nicht auf die EP geschafft, aber gönnt euch. Und bei Feuerwerk hat er auch einen eher Kolle-untypischeren Flow, finde ich, der auch sehr eigen ist, den ich aber sehr, sehr nice finde. Gebt euch auf jeden Fall mal Kollege Feuerwerk auf YouTube. Ist nicht die beste Quality vorhanden, aber so ein geiler Track. Des Wohnapartments Schadenspräventionsmaßnahmen vor den nach so katastrophalen Emissionsabgasen, die mein Wagen dem Ozon noch schadet. Doch ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ey, oh mein Gott, es geht einfach direkt weiter. Es ist auch so gut gedoubled. Seine Stimme ist crispy clean hier. Ich hab das Ding letztens beim Cash-Talent versehentlich doch wieder astrein sauber zugestopft, als ich versucht hab, meine ganzen Gelder hochzustapeln. Yeah. Zugestopft wie den Mund deiner schwanzleckenden Ho beim Blasen, ohne Frage. Ich spritze dir Schlappenface wie Botox-Nadeln, großer Name. Ich genieße Ansehen wie bei Bootsrundfahrten. Tauche ich auf. Ich genieße an. Es ist eigentlich so simpel. Es ist so simpel und das hatte bestimmt schon irgendjemand, aber es ist immer wieder schön zu hören. Ich genieße Ansehen wie bei Bootsschaufahrten. Es ist simpel, aber es ist einfach schön. In dir Schlappenface wie Botox-Nadeln, großer Name. Ich genieße Ansehen wie bei Bootsrundfahrten. Tauche ich auf, majestätisch, sabbern Frauen aus der Schnauze, ästhetisch wie die Wasser. Wie bei Bootsrundfahrten. Tauche ich auf, majestätisch, sabbern Frauen aus der Schnauze, ästhetisch wie die Wasserfälle Victoria. Schick Rapper ins Krankenbett, der Notaufnahme. Ich hab Martial Arts drauf wie ein Marshall Mathers Fotocover. Butler pflegt den Rosen. Ich hab Rapper ins Krankenbett, der Notaufnahme. Ich hab Martial Arts drauf wie ein Marshall Mathers Fotocover. Butler pflegt den Rosengarten. Ich habe Martial Arts drauf wie ein Marshall Mathers Fotocover. Martial Arts drauf, Die Zeichnungen von Eminem. Oh mein Gott. Man sieht ihn beim Rasenaufnahme. Ich hab Martial Arts drauf wie ein Marshall Mathers Fotocover. Butler pflegt den Rosengarten. Man sieht ihn beim Rasensprengen wie ein Terrorist, der sich hinterm Ferrari-Lenkrad hochgejagt hat. Man sieht ihn beim Rasensprengen wie ein Terrorist, der sich hinterm Ferrari-Lenkrad hochgejagt hat.
man sieht ihn beim Rasensprengen, wie einen Terrorist. Man sieht ihn beim Rasensprengen, oh mein Gott. Ich habe gerade dreimal für dieses eigentlich recht simple Wortspiel hier gebraucht. Der sich hinterm Ferrari-Lenkrad hochgejagt hat. Ich hab Köpfe deutscher Rapper abgetrennt am Tod im Fall, denn ich lass auf die Bastarde Patronenhagel kommen. Wie der Nachthimmel mit großem Wagen, find ich damit ab. Komm wieder Nachthimmel mit großem Wagen. Es ist auch wieder so simpel und jetzt keine ultimative Highlight-Zeile, aber diese vielen kleinen Wortspiele machen es einfach aus. Dein Schatz verfällt jetzt Kollege und du Spaß der Fans in Totenstarre. Ich hab Gremien aus internationalen Modezaren für die bloße Frage, ob ich heute Abend am Handgelenk die Audemars oder diamantbesetzte Rolex trage. Oder diamantbesetzte Rolex trage. Auch so ein geiler Flow gerade wieder und ich habe das Gefühl, er hat Collins hier so viel Zeit gegeben von wegen, ey, tob dich aus. Hier, das ist mein Part und jetzt tob dich aus, mach was du willst, bam. So fühlt sich das an, dass Collins so Freiheit hatte und einfach alles machen konnte, was er will. Weil sich solche Fragen als komplex gestalten, ey, komplex gestalten, wie mein Architekt das Mobiliar in meinem Palast, ähnlich in Anwesen in Bogota. Oh. Und du bist akademisch hochbegabt, schön, ich kippe den Chateau Mouton auf dich aus nem Platin-Cash statt Rotweinglas. Masse-Cash wie Drogenparken, Bankenchefs und Oligarchen, bei mir hat alleine schon mein Barty Semper Opa Maße. Oh mein Gott, Mann, oh mein Gott. Schlafgemächern platzt am Blasen wie zur Rotwildjagd. Da stapeln sich die Haus im Harem, als wenn es Erotikkarten. Wir haben hier, ich weiß immer noch nicht, wie man aussprechen soll. 7Z, 7Z. Das Problem, Anführungsstrichen, dass man wirklich ganz genau sich konzentrieren muss, ganz viel pausieren muss oder halt einfach öfter hören muss. Die Eins geht von meinem Platz nicht weg wie Rotwildjagd. Da stapeln sich die Haus im Harem, als wenn es Erotikkarten. Ich bleib die mich ans Latz am Blasen wie zur Rotwildjagd. Da stapeln sich die Hose im Harem, als wenn es Erotikkarten. Ich bleib die Eins, geh von meinem Platz nicht weg wie Rosa Parks. King-Status, also seitdem Adelsträger, kronloyal. Bro. Das ist so episch raufgezogen, das ganze Ding. Ich bin Licht auf Beats und lass mein Kronenchakra Lotus strahlen. So limitless, als ob grad 3 NCTs in den Cortex knallen. Pop-Rap. Ey, das läuft auch. Das läuft einfach weiter die ganze Zeit. So, es gibt keine Verschnaufspause. Er kommt direkt wieder rein und die passen gut zusammen. Wir machen einen Marathon in Richtung Motorsgang, sobald ich die Generation Alucard mit meinem Arsenal. Wie oft wollen sie ihren Kram noch wiederholen? Mein Album wirkt wie Rosenquarz, stärkt vermehrt das Herzorgan. Die werden besser aufgehoben am Permahof. Der Track legt Metropolen lahm. Wir sind wie eine Fusion zwischen Tupac, Big MJ, Cole und Nas. Bro. Ich sag Gefühl in den Strophen ab, deren Produzent in der Nachbearbeitung erstmal schön schaffen wie ein Rotorblatt. Mann, Tony, die Parts sind ja mal sowas von brutal. Was wollen die anderen danach bloß droppen? Alles, was dann folgt, wäre so blamabel. Das ist ey, geil, Mann. Geil, dass er auch noch so Bezug nimmt und sagt, ey, Tony, Mann, die Parts sind zu brutal. Und die gehen da weiter auseinander als der Augenabstand Cutterfelds oder die Strecke Mond zum Mars. Kasper Theater. Oh mein Gott, Yvonne Cutterfeld. Letztens noch gegoogelt, weil meine Freundin irgendwie meint, ja, Yvonne Cutterfeld, diese eine Schauspielerin hat doch auch diese Krankheit. Ich dachte so, was für eine Krankheit hat Yvonne Cutterfeld bitte? Weil sie meinte irgendwie, ja, ihre Augen sind doch so weit auseinander. Ich meinte so, gar nicht. Bro, haben wir gegoogelt und ich sagte, ja, ein bisschen, aber ich finde immer noch nicht krass. Und sie hat, es gibt irgendwie so eine Krankheit oder so einen Gendefekt, wo die Augen so weit auseinander sind und die Nase so ein bisschen verkürzt ist oder so. Und ich wusste nicht, dass sie das hat, weil für mich sah Yvonne Cutterfeld nie weird aus. Aber wenn man es einmal gesehen hat, dann kann man es nicht mehr übersehen irgendwie. Ich weiß nicht, wie diese Krankheit oder der Gendefekt heißt. Aber sie ist eine der bekanntesten Personen damit wohl. Und die gehen da weiter auseinander als der Augenabstand Cutterfelds oder die Strecke Mond zum Mars. Kasper Theater verklatscht wie auf Flacker im Flacker von Stroboskop-Dioden. Komm, Rap nicht, werdet Shuffle Dance Choreograf. Die Rattenfänger jodeln ins Mikrofon, was von Glanz und Gloria, Honig, Wasserfällen und Ambrosia. Aber ihr Proviant ist Dosenfraß, Macaroni mit Tomatensauce und eine Neige aus einem fremden abgestandenen Cola-Glas. Bro, holy shit. Aber ganz kurz, Macaroni mit Tomatensauce aus der Dose direkt fressen. Beste. Oh, wird einfach Chris genannt. Ich weiß nicht, warum ich darauf nicht gekommen bin. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gesehen habe. Er wird einfach Chris wahrscheinlich genannt. Einfach Chris, das ergibt doch am meisten Sinn, Bro. Ich bin ja komplett voll Idiot, Digga. Aber ich glaube, dieses CR7, wahrscheinlich ist er Ronaldo-Fan, also würde ich jetzt mal schätzen, hat mich so ein bisschen aufgehalten vielleicht, aber Chris macht Sinn, ja. Rasen, das Kardiologen in Ohnmacht fallen. Oh mein Gott, und nochmal für alle. Ich hatte den Künstlernamen schon lang, bevor Cristiano Ronaldo... Oh mein Gott, okay, es tut mir super leid, Digga. Ich bin gerade einfach voll ins Fettnäpfchen getappt. Okay, dann sorry. Aber man muss auch sagen, man kann es ihm... man kann es uns nicht übel nehmen. Oder mir jetzt nicht übel nehmen, oder? Wenn ich ihn jetzt so zum ersten Mal genauer betrachte und man sieht eben dieses CR7 so unfassbar präsent im Namen. Okay. Da tut's mir leid, den nehme ich zurück, Bro. Sorry. In Ohnmachtfall. Oh mein Gott, und nochmal für alle. Ich hatte den Künstlernamen schon lang, bevor Cristiano Ronaldo ein Profi war. Okay. Freshmaker auch noch am Start. Kommt da reingesteppt hier. Richtig.
Geil. Holy shit. Krass. Heftig. Königsdisziplin. Nice. Also wirklich, wirklich gut. Wirklich gut. Ich bin surprised, dass das so gepasst hat und dass auch gerade Kolle so geflowt hat, weil es irgendwie, ja, es war unerwartet, es war erfrischend, es war richtig schön alles irgendwie. Keine Ahnung, also auf jeden Fall ein Track der Disziplin, muss man öfter hören. Lyrics nebenbei aufmachen am besten, gucken, sich reinlesen und so ein bisschen alle Vergleiche checken, geht nicht beim ersten Mal hören. Und ich bin sowieso ein bisschen ein schwieriger Pflegefall, da alles zu checken. Ja, deswegen, sorry, wenn ich jetzt eure Highlight-Zeile hier überhört habe, nicht gehört habe, nicht gecheckt habe. I'm sorry. Aber unfassbar schönes Feeling, unfassbar krasser Flow, schöne Parts. Sie haben gut zusammengepasst auch. Ich hatte, wie gesagt, das Gefühl, Kolle hatte sowas von viel Freiraum in seinem Part und einfach bam, 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 bam gemacht. Wir haben einen schönen Beat gehabt hier von Freshmaker und DJ Eule. Ich bin all in all sehr zufrieden. Wie gesagt, von Chris werden wir uns dann gerne noch mehr anhören. Weil das war jetzt so bewusst das Erste, was ich gehört habe. Wie gesagt, Betonungen haben mich ein bisschen an Lars Unlimited erinnert. Gerade an die Rapper-Mittwoch-Zeiten von ihm vielleicht. Oder Top Tier, ich weiß nicht genau, was es war. Ja, aber geil. Sehr, sehr geil, Mann. Schreibt mir auch eine Meinung gerne rein, Friends. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns mal weiter im wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.